It's a trap. The beast is coming. Lauf, 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 lauf! Alter! What have you done? No! No! You've lost it! It's over! The darkness is back! Lost him! Lost him! Get it! Get it alight! Without his head, you will never bring his soul back. His fate is sealed. Now it can see you at your weakest. The time you suffered as a child at the hands of your father Zindo while you pined for Dillion. Do you remember the darkness, Senua? The beast is bringing it back. Did you leave me? This darkness, it's spreading. Father's keeping me away from him. Away from Tilly. I won't give up. I'm not going to rot in here. I'm going to find Dillion. Alles klar. Das schaffst du, Mädchen. Der muss ja irgendwo da unten liegen. Oh, ich hätte gedacht, wir hätten es jetzt geschafft, weißt du, und dann so eine Scheiße. Boah. Jetzt muss ich zurück und dann da runter zum Tor. Und ich wette, ich muss. Oh, ich weiß nicht. Bei dem Spiel bin ich noch nicht. Ich kann das Spiel noch nicht so ganz einschätzen. Sonst hätte ich gesagt, ich wette, ich muss gegen dieses Vieh kämpfen. The beast is down there. No. No. She knows the beast is down there. She can always got you. Go, go, go. You go. She needs to find Dillion. Where is he? She's Na, ah, da ist schon wieder so eine komische Tür. Okay. Ganz ruhig. Kommt noch. Ich muss erstmal versuchen, diese Tür zu öffnen. Es war so klar. Boah, du Arschficker! Alter! Der Schildtyp geht einem so auf den Sack mit seinen permanenten Blocken. Take it down.
Ja, der ist nicht so das Problem. Aber ich habe ihn unterschätzt. Oh nee, zwei! Erstmal weg mit dir. Alter! Jetzt! Schön! Dass er gleich direkt so eine mitgekriegt hat! Oh, ist das mies. Ignoriert einfach meine Attacken, dieser Fotzenknödel. Ja, ich bin tot. Bis ich mich wieder bewegen kann. Ach ja! Ist klar, natürlich. Auf einmal kommt hinter mir einer. Leck mir doch am Arsch. Hier irgendwo eine Fackel anmachen? Nö. Endlich! No, weißt du? Ist das mies? Ist viel zu wenig Platz zum Kämpfen. Aua! Oh, du Ratte! Oh, du rettet der schon wieder. Alter, diese Kämpfe, die sind, haben es echt, die sind nicht so lang, ja, aber die haben es echt in sich. So, jetzt das Ding hier offen, das auch. Ich weiß auch, wie wir das hinkriegen. Ich habe dieses Dingsbums schon so ein bisschen... Ja, ja, we will find you und hast du nicht gesehen. Ich weiß, dass hier das er irgendwo ist und ich weiß auch, dass ich... muss immer dreimal so umständlich denken. Ich hab's gefunden.
holen jetzt rein da. Och nee. Ja, mir bleibt ja nichts anderes übrig. Und los. Renn, 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 renn. No. Oh. Mädchen, wenn du da runterfällst, dann ist aber Schicht im Schacht. Wo muss ich jetzt hin? Although Sigurd kills the dragon, Rian wants to keep Fafnir's gold all for himself. Rian also wants the strength and wisdom of the dragon, so he drinks its blood and asks Sigurd to roast Fafnir's heart for him. Sigurd does so, but when he touches the roasted heart to see if it is done, he burns his finger. Without thinking, he licks his finger and tastes the dragon's blood. In that moment, he understands the language of birds and hears them talk nearby. Okay. Alles klar. Bis jetzt ist alles soweit gut, nur dieses eine Kackessen. Ach klar. Alter, die Stimmen. Naja, find you. Ist halt nur doof. Warum hat die nicht gleich... Kann ich da hoch wieder? Eigentlich schon. Nee, okay. Nee, ich lerne nicht. Ich gehe immer falsch erstmal, grundsätzlich. Aber ich glaube, ich sollte erstmal mir dieses Geistingsbums in den Kopf backen. Dieses komische M-Zeichen. Hier mache ich erstmal... Alles klar. Geht dahin kann... Na doch, das müsste eigentlich gehen. Normalerweise müsste man eigentlich hier die Fackel da irgendwie so schnell ablegen durch. Also es geht schon. Wenn man ein bisschen... Wenn man ein bisschen nachdenkt. Ein bisschen Trick... Sigurd's newfound power lets him hear the birds speak. And they say, Sigurd should eat the heart himself. Rian wants Fafnir's gold. Sigurd should kill Rian before Rian kills him. Sigurd should find Brynhild the Valkyrie, who sleeps an enchanted sleep. Sigurd heeds the bird's advice. He kills Rian, eats Fafnir's roasted heart, and takes Fafnir's treasure. And he embarks on a new quest. To ride to Hinderfell and find Brynhild, the Valkyrie. Mhm. Alles klar. So, warte mal, von da kam ich. Und hier geht's weiter. Ich werde hier nochmal weitergehen, in der Hoffnung, dass ich vielleicht dieses M werde ich wahrscheinlich nicht finden.
Aber trotzdem, vielleicht finde ich ein Secret oder so. Ich gehe jetzt erstmal langsam voran. What's she doing? She's lighting a torch. She's making light. She's making a fire. She's got light on the other side. She'll be safe. Aha. Okay, 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 okay. Geh jetzt zurück, mach irgendwie eine Brücke runter. Was mache ich hier? Wieso Fokus? Hier ist nix. Idioten. Also, die Stimme meinen. Nee, das ist irgendeine andere Stimme. Da durch und dann kann ich eine Brücke fertig machen und dann kann ich... Okay, lass mich mal ganz kurz... What? Hallo? Ich hab doch... Lass mich mal überlegen. Durchrennen und dann dahin. Faster, faster, keep going, keep going. You can't get through, you have to it. Get up! What are you doing? Es hat auch geklappt. Boah, alter Schwede. Ich hasse sowas. Ich hasse es wirklich. Ich muss da oben diese Fackel... Wieso faster? Ich bin noch sicher. So, die Fackel muss ich anmachen, dann wirft das Ding nämlich auch einen Schatten und dann sehe ich hier das M. Super. Meine Güte. Hier nichts stoppen. So, die Fackel mache ich mal an. Hier ist das M. Und weiter geht's. Boah. Aber nur so ein bisschen. She can't help but think of him. Tender guiding flame in a world so black. The longer it burned, the more she convinced herself that there was nothing beyond its reach. How little separates us from what we fear. Within a rampart of burning shields. Only a man who knew no Sigurd learns that Brynhild had once disobeyed Odin, and so he had her punished, stuck her with a sleep thorn. And put her body within a rampart of burning shields. Only a man who knew no fear would ever reach her. But like me, Sigurd is fearless and passes through the flames just as I did and wakes the sleeping warrior girl. She teaches him the secret wisdom of runes, namely victory runes, ship runes, runes for persuasion, runes for truth, runes for healing and help. Runes for perception and power. Like Sigurd, the greatest young warrior of the North, you must learn the secrets of the runes to fight amongst the gods in hell. Und dieses eine S fehlt mir, ist so unglaublich. Ich hoffe, das gibt mir nicht Probleme. Ist immer eine ganz schlechte Idee. In der Regel. Ist in der Regel immer eine ganz schlechte Idee in einer Höhle, wo die Dunkelheit dich klatscht. So, so.
Igitt! Nein! Ich bin am Krabbeln. Ich kann nicht schneller. Hä? Schön, dass es hier nicht vorangeht. Weil ich hier irgendwo hängen bleibe. Ernsthaft? Ich hab den Controller in den falschen Knopf gedrückt. Nein, die Fackel ist ausgegangen. Einfach laufen, einfach laufen, einfach laufen, einfach laufen, einfach laufen. Dillian, I see you. The beast has Dillian. No. You're not taking him from me. I warned you, Senua. I can smell you. No. You betrayed your gods. I am leaving with him. You turned your back on me. That is why Dillian will rot in hell. Yo, tapferes Mädchen! Ja, ich habe auch ein paar Kräfte, die mich unterstützen, du verrottetes Stück Wildschwein. Was ist los, hä? Hast du Schiss? Na komm, komm raus zu Mutti. Ich hab's gehört. Ist das mies. Ich dachte, ich hätte gefokust, aber... Nein! Oh, ist das gemein! Der hat mich doch nur ein einziges fucking Mal getroffen. Ich habe jetzt keine Lust, dass mir Alter, der ganze Arm ist jetzt schon schwarz. Ja, bevor ich reagieren konnte. Komm her, du Rattengesicht, du Elendes! Och nee! Ah, ist doch mies, ey. Ist das mies? Was soll das denn? Ich habe im richtigen Moment ausgewichen. Es kann doch nicht sein, dass der eine Attacker, der mich umhaut und dass er mich dann instant killt.
Es ist unglaublich. Hallo, kann ich fokussen? Kann ich irgendwas? Es ist unglaublich. Ich war meilenweit weg. Komm raus, du Fotzenvieh! In einen scheiß Futternapf. Eine Mistsau. Was ein dreckiges Fotzenvieh. So ein hässlicher Bastard. Mein ganzer Arm ist schon schwarz, ey. Yo! Alles gescriptet. People think of evil as an unnatural, invisible force, and so invoke the gods for protection. But evil can come from the hand behind the gods. A familiar hand, cold and cruel. He tried to fix her with his rituals, kept her trapped in that hole. She couldn't say which was worse. The darkness. Or the monster that her father had become. She couldn't fight them both. And so she left. Headed for the one ray of light that shone down on her. If she had stayed, she wouldn't have survived. But maybe Delian would still be alive. She will save his soul, even if this time she can't save her own. Forgive me, Senua. I know you have no reason to trust me anymore. But believe this, it was my mission to make you hate. To hate the darkness with a passion so great it would focus your mind on this quest. For without it, I feel you could let those slack. All this time, I've wanted to protect you from the truth that would have destroyed you a long time ago. But you have conquered your darkness at every turn. You deserve to see behind the veil of darkness. Then take me to the master to trust you. As deep as we can go. I won't stand in your way. She has to trust him. You will not survive what is in there.
Was ein Kampf. Aber es haben wir geschafft. Und wir haben unseren Liebsten wieder. Wunderbar. Es gibt nichts Besseres. Mutti, what? I won't let the darkness trick me again. I know you're safe with the gods. I can feel Hela's gaze searching for secrets inside of me. Secrets that even I can't see. I'm not here to fight my past. I'm here for Dillion. I will fulfill my vow, whatever the cost. Will ich jetzt dahin oder will ich da lang? Eigentlich müsste ich da lang, aber... Okay, da muss ich hin. Und hier will ich erst nochmal hin. Also, jetzt nehmen Sie mal ein bisschen Pause. They call this Ragnarok, the destiny of the gods. First, there will be a terrible winter, 3 years long. Then, mankind will turn on itself. Brothers will fight each other to the death, and people will forget what they owe their kindred. Times will be hard, crimes will be great. It will be an age of axes and swords. The wind will blow through abandoned halls. Wolves will walk where children played. The world will fall into ruin. Look what Hela's done to you, you fantastic. Tja. Scheint nicht mehr weit zu sein, wenn man mal bedenkt, wie viel Krieg es hier in der Welt überhaupt gibt. Muss ich hier hoch? Will ich hier hoch? Soll ich hier hoch? Darf ich hier hoch? Diese Fragen. Will, soll, darf, muss. Alter, die Stimmen gehen mir gerade so derbe auf den Sack. Ja, ich muss also doch hier überall mal ein bisschen hin und her und die Brücke reparieren. Hallo, jetzt aber hier. Och nee! Sau. Oh, ist das mies. Hallo, ich bin im Fokus. Ihr solltet eigentlich gar nicht... Ist das mies. Na komm. Oh, warum denn? Ja, bitte noch mehr. Macht's doch gleich unfairer. Warum nicht gleich 10? Alter. So, der... Hallo, ich würde gern... Nee.
Okay, da war ich, von da kam ich, da ist die Tür zu. Ich kann auch... What? Eine Seele, die ist faulig und wertlos, Alter. Was sind das denn für kranke Stimmen im Kopf? Ach Quatsch. Das, was sie hier vollbringt, ey, das kann keiner im ganzen Land. Die Brücke ist zerstört, sie kann sie nicht reparieren. Sie kann es wohl, sie hat es schon einmal getan. Ich lese gerade mir selbst so ein bisschen laut vor, dass ich mich nicht einschiff hier. Das ist schon krank, das Spiel. Wir müssen einfach nur die Brücke reparieren. Ich kann... Mother, you showed me how to see further. To see the hidden wonders in our world and explore new paths into the unknown. To lead so that others may follow, or to warn so that they may avoid. That is our gift and our duty. I'm not going to look away in fear anymore. Das ist schön, ich hab nur... Irgendwie, ah ne, ich muss hier hoch, okay. Ja, die Mutti hat dir super schöne Sachen beigebracht. Alles klar. Soll ich mal ganz kurz überlegen. Ich muss halt irgendwie da hoch. Ist halt nur die Frage. Für diesen Teil der Brücke muss ich entweder dahin oder dahin. Vielleicht kann ich ja hier... Diese Tür kann ich nicht öffnen, ne? Nee. Aber ich kann hier lang. The Northmen say the gods will fight their last battle at Ragnarok. Their watchmen will blow the horn that can be heard through the whole world. And Odin will speak with the severed head of Mimir, which gives him good counsel. The land of the giants will thunder with the sound of their army on the move. The gods will assemble. The dwarves will leave their stones. The frost giants will come from the east. The Midgard serpent will turn up the waves. Eagles will scream and tear at the corpses with their yellow beaks. The ship of the dead will set sail. Alles klar, dann wissen wir Bescheid. Also, wenn Ragnarok losgeht, dann ist aber die Kacke am Dampfen. Und zwar nicht zu knapp. Warte mal, kann ich hier irgendwas machen? Ja, doch, klar. Ich kann jetzt dahin. Alles klar, super. Ich habe mir schon gedacht, dass da irgendwas ist. Das war so ein bisschen, war schon einzusehen. Also die Rätsel sind hier mit dem Fokus, mit dem Fokussieren, sind schon sehr, sehr geil gemacht. Das kann man, da kannst du sagen, was du möchtest. Es geht hier richtig rund. Und es ist sehr, sehr geil. Vielleicht sind die Kämpfe ein bisschen zu hart, gerade wenn jetzt viele Gegner reinkommen oder so, aber... The Northmen say that at Ragnarok
The gods will face a ship full of their foes, which Loki has steered to Asgard. It carries the fire giants, the wolf that will eat the sun, and all kinds of dark creatures. Surt will join them with his sword of fire. The cliffs will crash. Trolls will walk the land. Men will tread the road to hell, and the heavens will split open. Alles klar, da geht's aber hier echt rund. Jo, Ragnarok. Tja, alles findet mal ein Ende. Ob es nun die Offenbarung ist, die Entrückung, Ragnarok, der endgültige Tod. Irgendwann hat alles sein Ende. Gut, ich kann hier aufmachen. Wunderbar. Neigt sich das wirklich schon dem Ende zu? Ich meine, ich bin jetzt hier gerade mal bei Part 7. Gut, ich mache auch die Parts knapp ein Stündchen. Von daher ist das verständlich. Ich mache jetzt die Brücke noch fertig. Noch nicht. Ich weiß, da werde ich wahrscheinlich wieder kämpfen müssen, aber das wollte ich noch mitnehmen. Der letzte Buchstabe. The Northmen say that each god will do battle at Ragnarok. Odin will fight the monstrous wolf and be killed, but his son will avenge him and plunge his sword into the heart of the beast. Freyr will face Surt, but he had given his sword away for love, and without it, he cannot defend himself against the flames. Thor will smite the Midgard serpent to no avail. The sun will grow black, the earth will sink into the sea, the stars will disappear, fire and water will meet, steam will shoot up, flames will play against the sky, the heavens and earth and all the world will be burned, all the gods will be dead, and the warriors of Valhalla and the people everywhere. Senua, prepare yourself for Ragnarok, for it is nigh. Ich hab dieses Scheißessen nicht gefunden. So, komm her. Versucht das aber jetzt ohne. Die sind einigermaßen langsam. Immer wenn ich zum großen Angriff übergehe, dann schiebt er mir immer was in die Brust, dieser... Ist immer der... Ich falle auch immer auf denselben Trick rein. Weißt du, die kommen immer mit so einem Stich und ich, Idiot, falle darauf immer rein. Immer, jedes Mal. So, jetzt mache ich die Brücke ganz. Gut, ich habe ja gesagt, die Brücke mache ich noch ganz. Dann gehen wir mal in die Nähe von Runa. Dieses eine S, das ist so ärgerlich. Das ist auch noch so extrem am Anfang. Das bedeutet, ich kann den ganzen Weg nicht zurückgehen. Ich habe also auch keine Lust, das Spiel neu zu starten.
Es ist einfach eine Last mit diesem S. Ich habe das jetzt beim ersten Durchgang nicht gefunden. Beim zweiten Durchgang habe ich nochmal genauer nachgeguckt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, im Let's Play habe ich nochmal drüber nachgedacht. Und ich muss einfach sagen, ey, es ist so eklig. Okay, da habe ich nur die Tür aufgemacht. Von da kam ich, da die Tür aufgemacht und danach da oben. Okay, alles klar. Aber Leute, das machen wir im nächsten Part, weil ich glaube, jetzt kommt nur noch ein Kampf und dann ist der Käse gegessen. Deswegen bis zum nächsten Mal. Ciao. Goodbye. Will come to an end. The sun will grow black. The earth will sink into the sea. The stars will disappear. Fire and water will meet. Flames will play against the sky. The heavens and earth and all the world will be burned. All the gods will be dead. And the warriors of Valhalla and people everywhere. Senua, prepare yourself for Ragnarok, for it is nigh.